war sehr, wie sagt man hier, guilty, schuldig und bin es nach wie vor immer noch manchmal. Aber so Dinge, die da reinfallen, die wirklich total unwichtig und total undringend sind, sind das Telefon klingelt. Oder das Telefon piepst, ja, weil auf Facebook wieder mal jemand eine Nachricht geschrieben hat oder auf WhatsApp oder keine Ahnung was. Und man verbringt so viel Zeit mit Dingen, die wirklich nicht einen zu dem führen, was man eigentlich so als Ziel vor Augen hat. Also das lernen zu erkennen. Schön, dass du zurück bist. Schön, dass du hier bist im Muttersprache-Podcast, der Podcast für die deutsche Community in den USA. Mein Name ist Monique Menesi. Ich bin Gründer und Host dieses Podcastes. Ich bin 2014 in die USA ausgewandert mit der gewonnenen Green Card und habe mittlerweile 3 Unternehmen hier in den USA gegründet. Meet Us at US, der German American Executive Search Spezialist und Business Coaching. Bread Lovers, die deutsche Organic Sauerteig-Brotbackmischung. Und mein neuestes Venture ist Equilibrium Mindful Leadership, ein Online-Coaching-Kurs für Mindful Leadership. Zusammen mit meinem Co-Host Marco Völzke interviewen wir wirklich spannende Menschen, die sich hier etwas in den USA aufgebaut haben, eine Position haben, über die es zu reden gilt, ja, oder einfach eine ganz spannende Lebensgeschichte. Mein heutiger Gast ist Autorin, Vegan Biohacker, Wellness-Entrepreneur und noch vieles, vieles mehr. Unser Gast heute im Muttersprache-Podcast ist Ariane Sommer. Als Diplomatentochter wuchs Ariane in Sierra Leone, Indien, Spanien, Amerika und den UK auf. Sie besuchte ein internationales Internat und studierte Politikwissenschaften und zog vor 16 Jahren der Liebe wegen in die USA. Hier baute sie sich ein Universum bestehend aus verschiedenen Unternehmen, wie zum Beispiel ein Vitamin Spray, auf. Eines ihrer besonderen Herzensprojekte ist ihr Lifestyle-Blog As Vegan As Possible. Und ihr ganz neuer Superhumanized-Podcast mit spannenden Gästen rund um das Thema Biohacking, Lifestyle, aber auch Politik. Menschen, die inspirieren oder zum Thema Biohacking passen. Und ganz viel davon könnt ihr hier in diesem Podcast anhören. Aber wir haben natürlich auch ganz viele Links für euch in den Shownotes zu Arianes spannenden Leben zusammengestellt. So, und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Mir hat es unfassbar große Freude gemacht, Ariane zu interviewen. Und ich hoffe, das merkt man auch in diesem Interview. Also hier geht's gleich los. Bleibt dran. Ja, hallo Ariane Sommer. Heute im Muttersprache-Podcast. Wie cool. Hi nach L.A. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich freue mich, heute bei dir zu sein, liebe Monique. Ja, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir heute über dein extrem spannendes Leben zu sprechen. Das ist, finde ich, so facettenreich, dass es unglaublich schwierig ist, das jetzt alles in so eine Podcast-Folge zu bekommen. Ich nenne mal noch ein paar Begriffe und schmeiß die mal einfach ins Rennen. Da ist, du bist Autorin, du bist Speakerin, du bist Model, du bist Journalistin, du bist Aktivistin, ja. Du bist Unternehmerin und du bist Biohackerin. Habe ich noch irgendwas vergessen, Ariane? Leidenschaftliche Veganerin. Oh, okay. Also leidenschaftliche Veganerin, ja. Also ein Wahnsinnsblumenstrauß an Dingen, die du so machst. Und da möchte ich heute in unserer Podcast-Folge drauf eingehen und mit dir da wirklich nochmal in deine unternehmerische Tiefe gehen und in das gehen, was dich auch wirklich in deinem Leben ja so prägt und auch trägt. Ja, du hast allerdings auch ein ganz, ganz spannendes Leben hinter dir. Du bist aufgewachsen in Westafrika und ja, wollen wir unsere Zuhörer da gerne mal einfüllen, was so deine Reise hier war? Sehr, sehr gerne. Also du hast es gerade schon angesprochen. Ich bin in Deutschland geboren, aber bin in einem Diplomatenhaushalt groß geworden. Das hieß halt, ich war 8 Wochen alt und da hieß es für meinen Vater, nächster Posten Freetown, Sierra Leone in Westafrika. Und da zogen wir dann mit Sack und Pack hin. Und da habe ich die ersten 3-4 Jahre meines Lebens verbracht. Normalerweise ist der Rhythmus für Diplomaten so, alle 3-4 Jahre zieht man um. Und bei mir waren die Stationen mit meinen Eltern eben, also von Freetown, Sierra Leone, sind wir nach Neu-Delhi, Indien.
Dann sind wir 4 Jahre später nach Madrid, Spanien. Im Anschluss sind wir zurück nach Bonn, dann nach Miami in die Vereinigten Staaten. Und dann habe ich meine Eltern dazu überredet, ich muss auf ein Internat, auf eine deutsche Schule. Ich wollte natürlich Freiheit, gerade ne, als junger Teenager. Und bin dann auf ein deutsches Internat gegangen am Bodensee, habe dann in Berlin politische Wissenschaften studiert, war 6 Jahre in Berlin, bin nach London gezogen und von London vor 16 Jahren in die USA, Los Angeles. Wow, 16 Jahre lebst du schon hier. Ja. Was war die Entscheidung, in die USA zu kommen? Was hat dich so hierher getragen? Also einerseits habe ich natürlich schon mein Leben lang eine starke Verbundenheit zu den USA durch meine Familie. Ich habe 3 Tanten, die sind seit vielen Jahrzehnten amerikanische Staatsbürger. Und zum anderen habe ich es natürlich selber in sehr prägenden Jahren erlebt als Teenager. Ich war dann auch später immer mal wieder vor Ort in New York, in Los Angeles. Ich habe als Model gearbeitet, habe einfach auch hier einen großen Freundeskreis gehabt. Aber schlussendlich zum Umzug ist es gekommen, weil ich mich schlicht und einfach verliebt habe. Und ja, in meinen jetzigen Mann. Wir haben uns kennengelernt und sind dann 4 Wochen später zusammengezogen. Wow. Ich habe quasi meine Sachen aus London nachschicken lassen, von Freunden einpacken lassen. Und natürlich haben wir uns dann um die ganzen Dinge wie Visa und so weiter gekümmert. Aber ja, einfach bin meinem Herzen gefolgt und bin so vor 16 Jahren wieder in den USA angekommen. Toll. Du hast ganz, es gibt kürzlich eine Podcast-Folge auch zu dieser Geschichte, wo du da nochmal ein bisschen ausführlicher auch eingehst. Wie kam es dazu und wie war so deine Reise? Das ist du und ich in L.A. Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Das heißt, wer auch nochmal gerne so ein bisschen tiefer in Arianes ja, wirklich prägende Geschichte, Lebensweg oder in deine Lebenslinie sozusagen eintauchen möchte, dem empfehlen wir auf jeden Fall, diese Podcast-Folge vielleicht auch noch zu hören, entweder vorher oder hinterher, um einfach noch ein besseres Bild zu kriegen, was dich auch wirklich so ja in dieses Leben getragen hat. Ja. Jetzt lebst du in L.A. und ja, wenn ich dich jetzt mal so ganz klassisch deutsch fragen würde, Ariane, was ist denn dein Beruf, was machst denn du? Ja, es ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr deutsche Frage, das hast du ganz richtig gesagt. Und meine Antwort darauf ist, ich habe eine Berufung. Und meine Berufung ist es, da bin ich einfach optimistisch, utopistisch, träumerisch, idealistisch veranlagt, nicht nur das Beste aus meinem Leben herauszuholen und auch einen Impact zu haben auf meinen kleineren Kreis, vielleicht auch den größeren, sondern dort, wo meine Stimme vermitteln kann, auch anderen Menschen zu helfen, dieses Leben, was wir miteinander hier teilen auf diesem Erdball, besser, gesünder, fröhlicher zu gestalten. Und das ist so der rote oder man kann auch sagen grüne Faden, der sich durch all meine unterschiedlichen Projekte und auch Unternehmen zieht. Das hört sich so an. Ich habe heute lustigerweise einen Workshop gehalten über eine japanische Philosophie des Ikigai. Hast du das schon mal gehört? Ja, aber erklär es mir nochmal. Ikigai heißt das, was mich hier hält auf dieser Welt. Also das ist so der Sinn des Lebens sozusagen. Was, wofür bin ich hier? Mhm. Das setzt sich aus 4 Kreisen zusammen. Das ist, was liebe ich? Also what I love. What I get paid for, dann ist, was gebe ich in die Welt, also was ist mein Sinn in der Welt, was gebe ich zurück an die Community und wofür verdiene ich Geld? Und in diesen Überschneidungen der verschiedenen Kreise ermittelst du eigentlich deine Mission, deine Passion, deine Berufung und deinen Beruf. Und das wiederum, wenn sich das überschneidet, in der Mitte ist das Ikigai. Und genau das, was du beschreibst, ist, dass du permanent in deinem Ikigai lebst. Oh, klasse. Danke für die Erklärung. Ja, es war mir so ein Begriff, aber die Definition war mir überhaupt nicht mehr klar. Es ist wunderschön. Und auch sehr eine sehr praktische Herangehensweise, weil ich glaube, so viele von uns haben so eine Art Konflikt rauszufinden, was wollen sie mit ihrem Leben machen. Ne? Also ich meine, einerseits klar, viele Menschen, man hat einfach einen Job, man muss die Miete zahlen, man muss Essen auf den Tisch stellen können, aber viele Menschen suchen ja auch zusätzlich dazu oder als Alternative dazu etwas, was ist ihre Mission? Auf Englisch sagt man Purpose. Genau. Ja.
was ist der Purpose, was ist mein, was berührt mein Herz, ne? Und auch, was ich ganz wichtig finde, wo gebe ich auch was zurück? Ja, ich coache ja auch viele Führungskräfte und das vergessen viele Menschen, dass es nicht nur um das, also es ist schön, auch wenn ich was tue, was ich liebe. Es ist auch schön, wenn ich was mache, was ich gut kann. Es ist auch schön, wenn ich damit Geld verdiene. Aber was gebe ich auch aus dem wieder ab? Ne? Und das ist so deine Fülle, dein Blumenstrauß. Also du hast einen wahnsinnigen Blumenstrauß an Projekten. Und da würde ich so unglaublich gerne jetzt mehr drüber erfahren. Angefangen von as vegan as possible, ne? Ist ja dein Credo. Du bist als Autorin für Blätter wie Die Welt, Die Zeit. Du hast eine Kolumne in der Taz. Du interviewst hochpolitisch auch Größen in Politik und Wirtschaft. Also es geht nicht nur um Society, sondern es geht auch wirklich um hochpolitische Werke, Texte, Interviews, die du führst und schreibst. Du hast ein Buch geschrieben, du hast Kurzgeschichten geschrieben, du bist gerade oder hast gerade einen Podcast gelauncht mit unfassbaren Größen und du hast ein Produkt, was du auf dem Markt hast. Und von all dem will ich jetzt mehr erfahren. Führ uns da mal durch und leite uns mal durch deinen Blumenstrauß und was dich eigentlich auch dazu motiviert, diese ganzen verschiedenen Projekte am Laufen zu halten und für was du das auch machst. Gerne. Also ich fange einfach mal an mit dem AVAP, was ein Akronym ist für As Vegan As Possible. Es ist meine eigene Philosophie, die ich auch umgesetzt habe in einen Blog. Es gibt zum Beispiel AVAP.life. Und AVAP ist auch die Philosophie, die hinter all meinen Unternehmungen steckt. Ich habe es ja vorher schon gesagt, ich bin leidenschaftliche Veganerin, habe vor ungefähr 13 Jahren bin ich auf eine vegetarische Ernährung umgestiegen und dann vor 6 Jahren auf eine vegane Ernährung, beziehungsweise AVAP, also Vegan as Possible. In meinem Fall heißt das konkret, ich esse ab und zu noch Honig. Das ist etwas, worüber in veganen Kreisen oft sich ausgetauscht oder gestritten wird. Also Hardcore-Veganer sagen, nein, das geht absolut nicht, überhaupt keine Tierprodukte, wo eben Veganer, die Honig essen, sagen, naja, aber wenn es eben, eben auf nachhaltige Art und Weise gemacht wird und auch so, dass es dann den Bienenvölkern zugutekommt, dann ist das eine andere Sache. Moby zum Beispiel, der Produzent und Sänger, der auch hier in Los Angeles lebt und der ein ganz großer Tierschützer ist, der hat selber auf seinem Anwesen hier in den Hollywood Hills, der hat selber auch Bienenstöcke oder hatte zumindest vor einigen Jahren. Und bei mir bedeutet das auch, ne, also alle paar Jahre gibt es vielleicht mal eine Ausnahme. Vielleicht bin ich mal auf einem Biobauernhof, das ist jetzt das letzte Mal allerdings schon 3 Jahre her, in Italien und habe dann mal ein Stück Käse. So, also Fleisch, rotes Fleisch habe also ich schon seit... Du möchtest einfach Menschen dahin führen, ohne dass es gleich so ein strenges Konzept ist, du musst das machen, sondern so die Message ist dahinter, starte einfach mal und setze es peu à peu um. Und öffne dich dem so ein bisschen, ist das so die Philosophie? Ja, also für mich ist es wirklich, ich würde mal sagen, wenn man es in Prozenten ausdrücken möchte, ich ernähre mich 97% rein pflanzlich, bis auf die wenigen Ausnahmen, ab und zu alle paar Jahre oder sagen wir mal Honig ein, zweimal im Monat, diese Ausnahmen ausgenommen. As vegan as possible heißt jetzt natürlich nicht, dass du dir irgendwie ein Steak machst und Petersilie drauf klatscht und einen Salat dazu isst und dann sagst du, das ist jetzt as vegan as possible. Nein. Also du musst schon, wenn du dieser Philosophie von mir folgen möchtest, dann lade ich dir, musst du nichts, ich lade dich dazu ein, wirklich einen Fokus auf pflanzenbasierte Ernährung zu legen. Und ob das heißt, dass du vielleicht am Wochenende sagst, okay, am Wochenende habe ich dann halt meine Pizza mit Kuhmilchkäse und esse dann halt ein Stück Fisch, oder ob du sagst, okay, ich ernähre mich jetzt den ganzen Tag über pflanzlich und am Abend da esse ich halt irgendwas, was Tierprodukte enthält, das lasse ich auch gerne noch als AVAP durchgehen. Ich nehme im Moment alles. Jede kleine Veränderung tut uns selber gut. Also die eigene Gesundheit tut uns als Gesellschaft gut. So viele der chronischen Krankheiten, die wirklich explodiert sind über die letzten Jahre, Jahrzehnte, hängen direkt mit dem übermäßigen Verzehr von tierischen Eiweißen zusammen. Und es ist natürlich auch wirklich, was wir auf dem Teller haben. Ja, wir gehen mit jedem
Stück Essen auf unserem Teller, jedem Euro, jedem Dollar, den wir ausgeben, gehen wir wählen für die Welt, in der wir leben, für die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen. Total. Ja, ja. Und also jede kleine Veränderung bewirkt etwas. Und für mich selbst war es eben all die Dinge, die mir wichtig sind. Ja, das ist, wenn man es aus der Ego-Perspektive sieht, natürlich die eigene Gesundheit, aber Dinge, die einem emotional auch wichtig sind, wie Tierwohl. Ich liebe Tiere. Ja, Umweltschutz war mir schon immer wahnsinnig wichtig. Ich habe schon als kleines Mädchen in Bonn Unterschriften gesammelt für Rettet die Robben. Oder ich erinnere mich, wir hatten so ein Biotop. Ich war auf einer Montessori-Schule in Bonn und da haben wir das Biotop aufgeräumt, also Müll entleert, damit die Lurche, die Molche dort leben konnten und lauter solche Geschichten. Und, also Umweltschutz, aber dann auch soziale Gerechtigkeit. Mhm. Was ich auf meinem Teller hat, wirkt sich direkt auf sofort das Leben von Menschen auf am anderen Ende der Welt. Übrigens, wir haben ja gerade über das Ikigai gesprochen und das kommt aus Okinawa. Mm. Und in Okinawa, die Menschen gehören zur Blue Zone und das ist die es nicht wissen, du weißt es bestimmt, sind das die Menschen, die eigentlich im Durchschnitt die längste Lebenserwartung haben, also die meisten über 100-Jährigen. Und dann haben die analysiert, warum das so ist. Und einer der Gründe ist, weil sie plant-based saisonal essen, bis auf ein bisschen Fisch, aber wirklich in ganz geringem Maße. Also sie ernähren sich über 80% plant-based. Und weil sie das kombinieren mit dieser Ikigai-Philosophie, zählt es zu einer der konzentriertesten Gegenden mit den ältesten Menschen. Also passt genau untermalt zufällig. Zufällig passiert ja nichts, aber da sieht man mal, das ist ja jetzt nicht nur unsere beide Meinung, sondern es ist ein Lebenskonzept, was nachweislich Bestand hat. Ne? Also, ja. Und selbst wenn einem jetzt nicht unbedingt viel an Tierwohl was liegt, aber den meisten von uns liegt an der eigenen Gesundheit. Wir möchten lange leben, wir möchten vor allem gut lange leben und eben nicht im Alter Krankheit, krank sein, dahin siechen. Und wir haben wahnsinnig viel in unserer Kontrolle. Das ist vielen nicht bewusst. Ne? Viele Menschen sagen, Schlaganfall, das ist halt in meiner Familie genetisch oder Krebs oder dies oder jenes. Ja, einige Sachen, die sind vielleicht etwas stärker vertreten in bestimmten Familien. Aber die Tatsache ist, dass das meiste ist nicht genetisch bedingt, es ist ernährungsbedingt. Ja, und es sind nicht die Gene, die man mit der Familie teilt, sondern es sind die Gerichte, die über Generationen hinweg, die Art des Essens, die über Generationen hinweg, halt eben in der Familie stattfindet. Hundertprozentig. Also du betreibst dort eine Seite und füllst die mit unfassbar gut fundiert geschriebenem Content. Was ist so deine Mission mit dieser Lebensphilosophie? Mit wem teilst du das? Wer sind so die Menschen, die dir folgen? Und was ist dann so was ist der Purpose für dich dahinter, neben natürlich die Aufklärungsarbeit? Also wie betreibst du dieses Business? Also in Bezug auf Content, ob ich den jetzt zum Beispiel auf meinem avap.live Blog teile oder ob ich den jetzt besonders in meiner Taz-Kolumne Pflanzenessen teile, das ist für die Wochenendausgaben der Taz, geht es mir einfach darum, die Menschen aufmerksam zu machen auf die unheimliche Fülle, die so ein plant-based Lifestyle mit sich bringt, dass es nicht Verzicht bedeutet, sondern Genuss, dass wir selber wahnsinnig viel Power und Macht haben. Wir sind nicht ohnmächtig, wie uns ja vielfach in den Medien oder in der Kultur reingedrückt wird. Und wir glauben das dann auch noch, ach, wir können eh nichts machen, dann so fatalistisch eingestellt. Das ist völliger Quatsch. Wir haben viel mehr Macht, als wir glauben. Unsere kleinen Entscheidungen, vor allem kollektiv, fallen wahnsinnig ins Gewicht. Wir haben irrsinnig viele Änderungen gesehen, wenn wir es jetzt rein auf, man kann es jetzt auf soziale Bewegungen beziehen. Es hat sich wahnsinnig viel geändert in den letzten Jahrzehnten in, sagen wir mal zum Beispiel Racial Justice, Rassengleichheit, sagt man, glaube ich, auf Deutsch dazu in den USA. Aber wenn wir es jetzt mal auf diesen Plant-Based Lifestyle beziehen, Umweltschutz hat sich sehr, sehr viel bewegt die letzten Jahre. Wer hätte vor 2 Jahren gedacht, dass man bei McDonald's einen veganen Burger bekommt? Niemand. Oder man schaut sich mal an die Legalisierung von Marihuana in den Vereinigten Staaten. Es ist in den meisten Staaten in irgendeiner
Art, auf irgendeine Art und Weise legal. Die Menschen haben jetzt Zugang zu dieser Medizin, ohne dafür bestraft zu werden. Natürlich muss es jetzt auf einer Bundesebene auch noch legalisiert werden. Aber was ich damit sagen will, lange Rede, kurzer Sinn, unsere Entscheidung, unsere Stimme zu erheben, wir haben viel mehr Macht, als wir glauben. Ja, und das ist für mich eben auch die Mission, die Leute einzuladen. Schaut euch das an, das ist spannend, das ist gut für euch, jetzt fun. Ja, probiert was Neues aus und einfach auch dieses Gefühl zurückzugeben, wir können unser Schicksal lenken. Wir sind jetzt hier nicht, rasen hier nicht durchs All und alles, uns passieren Sachen und wir sind irgendwie die Opfer des Lebens. Nein, wir sind Mitgestalter des Lebens. Lasst uns zusammenpacken. Und du benutzt ja auch deine Sprache und auch deine Fähigkeit, das in Worte zu formulieren. Das heißt, du bist ja wirklich eine sehr anerkannte Journalistin. Du machst sehr viel für Blätter in Deutschland. Schreibst du auch für die USA oder schreibst du überwiegend für deutsche Medien? Überwiegend deutsche Medien, aber ich habe auch für einige internationale Publikationen geschrieben, dann auf Englisch. Und eben dann auch die Themen, die mich halt sehr, sehr interessieren, wie neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, die der Menschen auf die Sprünge helfen oder gesellschaftliche Entwicklung oder zum Beispiel Plant-Based Lifestyle. Also über solche Themen schreibe ich leidenschaftlich gern. Ja, aber auch zum anderen auch sehr, ich will nicht sagen politisch, aber sehr gesellschaftlich orientiert. Ne? Also ich glaube, so was in deinen Artikeln immer wieder kommt, ist eigentlich die Verknüpfung, aus dem du ja eigentlich von deinem Studium schon herkommst, also aus den Politikwissenschaften, mit deinen ganzen Auslandserfahrungen, also mit deinen ganzen Lebenserfahrungen. Also man merkt so richtig, dass du so ein Kosmopolit bist in dem, was du so abgreifst und wie du das dann in deinen Artikeln und in deinen Werken niederschreibst. Und was mir so aufgefallen ist, ist, dass da echt aus allem was drin ist. Also man kann jetzt gar nicht sagen, das ist nur veganer Lifestyle, sondern du verknüpfst ja diesen veganen Lifestyle auch mit Tierschutz. Du verknüpfst den aber auch mit politischen Movements und Bewegungen. Also das geht, finde ich, gar nicht mal nur in die Richtung, sondern es geht wirklich ja auch schon fast in eine wissenschaftliche Richtung, in der du das, oder in eine Menschenrechtsrichtung ja letztendlich auch schon, in der du das schreibst, oder? Ja, du hast völlig recht. Das hängt alles miteinander zusammen. Und meiner Meinung nach, wo Tiere schlecht behandelt werden, werden meistens Menschen auch sehr, sehr schlecht behandelt. Mhm. Wir haben bei uns in Deutschland zum Beispiel jetzt gesehen, im Zuge der Coronavirus-Pandemie, die ganzen Ausbrüche in Schlachtbetrieben, einfach weil die Arbeitsbedingungen und Unterbringungsbedingungen sehr, sehr ungut sind, ohne jetzt eine Firma zu nennen. Im Taz-Artikel habe ich die eine bestimmte Firma genannt, aber es gibt ja auch mehrere. Insofern muss ich jetzt nicht hier auf einer Firma rumhacken. Es ist ein generelles Problem. Mhm. Und man kann sich vorstellen, wenn das bei uns in Deutschland, wo ja alles recht streng reguliert ist und normalerweise die Zustände noch am allerbesten sind, wenn es bei uns in Deutschland schon so schlecht zugeht, wie geht es dann in anderen Ländern zu? Wie geht es dann in den Ländern zu, wo oft die Ware, die Fleisch- oder Milchprodukte vor Ort produziert werden, in sogenannten Dritte-Welt-Ländern. Wie geht es da den Menschen, ja, die dort schlachten müssen, die Dinge verarbeiten müssen? Und insofern, ich verstehe es komplett, wenn man wirklich jeden Cent umdrehen muss, man muss aufs Geld achten, man kann jetzt nicht ständig Bio und Fairtrade kaufen oder sich das überhaupt nicht leisten. Ich habe totales Verständnis dafür. Aber jeder, der Entscheidungen in einem bestimmten Rahmen treffen darf, und dann rein aus Geiz bestimmte Entscheidungen nicht trifft, dafür habe ich kein Verständnis, weil es sind oft die gleichen Menschen, die dann kein Problem damit haben. Damit nähren wir ja auch diese Industrie, ne? Also im Prinzip entscheiden wir ja, dass wir diese Industrien unterstützen. Ja. Und hier in den USA beispielsweise, wenn man sich das mal so vorstellt, bauen nur 1% aller Farmer organisch, also in Bioqualität an. Dann muss man sich vorstellen, ist 99%, ob das jetzt Obst und Gemüse ist oder Fleisch oder Eier oder Milch, ist 99%.
99% eben nicht biologisch angebaut. Und dann ist im Rückschluss ja es auch überhaupt gar kein Wunder, dass so viele Krankheiten, so viele Vorerkrankungen jetzt, die auch gerade so in der Pandemie auch das Bild prägen an Schwererkrankungen, das ist ja gar kein Wunder, wenn wir uns ja immer passiv oder vielmehr aktiv mit schlechten Lebensmitteln zuschütten. Ne? Ja, ja, und das Ding ist auch, also Bio ist ja im Endeffekt nichts anderes, als wie das unsere Großeltern angebaut haben. In den USA haben sie die Wörter organic für Bio und dann conventional, für also nicht Bio, und conventional, was eigentlich konventionell, also es ist nicht conventional, so haben das unsere Großeltern nicht gemacht. Mhm. Ja, und wer jetzt denkt, ja, Bio, so ein Schwachsinn und so ein elitensnobistische, nein, nein, nein. Wir sehen es zum Beispiel am Bienensterben, wir haben diese ganzen furchtbaren Pestizide, die überall versprüht werden und Gott weiß, was da sonst noch auf die ganzen Felder kommt und oder aus der Tierindustrie, dann hier in den USA zum Beispiel die ganze Gülle, diese ganzen Lagunen, die befüllt sind mit dieser Gülle von diesen armen Tieren, die natürlich völlig verkeimt sind, weil die Tiere krank sind und zugedonnert. Voll mit Antibiotika, ne? Was dann wieder in das Grundwasser geht. Ne? Ja, das Grundwasser, das kommt dann auf die Felder als Gülle. Ich sage nur guten Appetit. Also wie gesagt, wir müssen da massiv was ändern. Es ändert sich ja aber auch schon viel dran. Und das ist mir einfach unheimlich wichtig. Ja, das merkt man auch. Und das, ich könnte da mit dir jetzt stundenlang drüber reden, weil das ja auch sozusagen auch meine Lebensphilosophie ist. Was ich eben faszinierend an deiner Geschichte finde, ist, dass du wirklich dein Talent dafür benutzt, um das auch wirklich in die Menschheit zu tragen. Das heißt, du formulierst das, was dir im Herzen liegt, durch deine Arbeit als Autorin, als Aktivistin jetzt auch mit ganz vielen neuen Produkten, die du sozusagen kreiert hast. Und vielleicht führst du uns da nochmal so ein bisschen rein. Also wir haben ja nun mal jetzt mal einen halben Blumenstrauß. Also nur, dass ihr nicht denkt, wir sind da jetzt schon am Ende. Die Ariane hat noch mindestens 15 andere Sachen am Start. Ich weiß, das ist so schwer, das alles in so eine kleine Einheit hier zu bringen. Aber ich möchte unheimlich gern deinen Blumenstrauß hören. Ja, sehr, sehr gerne. Und danke für die Möglichkeit, über den Blumenstrauß zu sprechen. Das freut mich sehr. Also ich bin unter anderem auch unternehmerisch im sogenannten Health- und Wellness-Bereich tätig mit meinem Mann. Und unter anderem, wir haben eine Firma, wir produzieren mit unserem Team aus Wissenschaftlern, unserem Partner, einem Biochemiker, Dr. Clive Spray heißt der. Wir produzieren unsere eigenen Vitaminprodukte. Das sind vor allem Sprühvitaminprodukte, also man sprüht die in den Mund, in die Backen, unter die Zunge. Es wird dann direkt über die Mundschleimhäute aufgenommen, geht direkt ins System. Also keine Pillen schlucken, wo dann auch viele der Vitalstoffe verloren gehen und es ist auch nicht so angenehm, Pillen zu schlucken. Die sind natürlich rein vegan und allerhöchste Qualität. Wir nehmen es selber, geben das unseren Müttern. Und das ist etwas, für das habe ich auch eine große Leidenschaft entwickelt, weil ich habe gemerkt, wie gut es tut, zum einen nicht nur mich pflanzlich zu ernähren, sondern mich optimal zu ernähren. Und was bedeutet das heute? Ich kann so viel Bio kaufen, wie ich will, und das ist garantiert besser als nicht Bio, einfach weil es frei ist von vielen Schadstoffen. Aber was Nährstoffe angeht, die meisten unserer Böden sind inzwischen leider so ausgelaugt. Das dauert ja selbst bei biodynamischer Landwirtschaft etwas länger, bis diese lange Malträtieren der Böden sich wieder ausgleicht. Ein Salat oder eine Gurke, die wir heute essen, die enthält nicht so viele Nährwerte, wie sie es vor 50 Jahren getan hat. Und deswegen für mich, optimale Ernährung bedeutet, ich nehme auch Nahrungsergänzungsmittel von der besten Qualität. Und wir haben zwei Marken. Eine heißt Dr. Sprays, weil unser Dr. Clive Spray, der tatsächlich so heißt, sich die letzten 20 Jahre darauf konzentriert hat, diese Wirkstoffe in Sprühform darzureichen. Und die andere Marke, das sind alles mögliche von Vitamin C mit Zink, Vitamin B12, Multivitamin, wir haben Schlafsprays, das ist alles wissenschaftlich basiert. Wir haben auch Studien durchführen lassen, zum Beispiel eine Schlafstudie mit Ärzten in Schlafkliniken.
Das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Ne? Das ist, hat also Science-Based. Und die andere Marke heißt X-Sprays. Das sind dann mehr so Functional Sprays. Die enthalten auch CBD, Cannabidiol. Das ist die eine der nicht psychoaktiven Substanzen, die in der Hanfpflanze, auch der Marihuana-Pflanze, enthalten sind. Und sie sich sehr gut auf unser ganzes System auswirkt. Also da haben wir ein Focus-Spray zum Beispiel, was wirklich bei der Konzentration hilft, das dann angereichert mit Pflanzenextrakten wie Ginkgo Biloba und anderen, die eben auch jetzt der Gehirnfunktion förderlich sind. Wir haben auch ein tolles Schlafspray mit CBD. Wir haben ein sehr gutes Libido-Spray mit CBD. Also alles, was so Functional Sprays sind, das richtet sich natürlich an eine etwas jüngere Kundschaft. Und für mich, warum ich so eine Leidenschaft für Health and Wellness habe, ist, wenn ich den Menschen durch Information oder Produkte die Werkzeuge gebe, sich besser zu fühlen in ihrem Körper, mehr in Balance zu kommen, dann wirkt sich das, ich habe es ja an mir selber erlebt, man kommt in Balance, man kommt aus diesem ständigen Erstarren oder Flucht, Fight or Flight. Ne? Wir sind das ist Defizit, ne, in dem Menschen sich ständig befinden. Ne? Man holt sie sozusagen wieder in die Energie und dadurch können sie mehr schaffen. Man holt sie wieder in die Energie, auf einmal treffen sie viel bessere Entscheidungen für sich selbst, sie treffen bessere Entscheidungen für ihre Familie, für ihre Lieben, sie sehen sich auf einmal in einem anderen Kontext mit der Gesamtwelt, es sind wie so Dominosteine. Und sobald man aus diesem Stresszustand kommt, weil man sich körperlich, geistig, seelischer wohler fühlt, trifft man viel, viel bessere Entscheidungen. Und das wirkt sich auf unser aller Wohlbefinden aus. Ja, klar, gesellschaftlich. Lernt man wieder mehr. Durch das Lernen ist wieder mehr. Ne? Also man hebt sozusagen den Spiegel so ein Stück weit an. Also so im zentralen Fokus ist für dich eigentlich die Wissensvermittlung, oder? Kann man das so sagen, dass du, dass dieses Vermitteln deiner Philosophie so der Kernpunkt ist und du im Prinzip unterschiedliche Outlets hast, in denen du dieses Wissen rausgibst, also dein Blog, deine Kolumne, deine Zeitungs- oder deine schriftstellerischen Aktivitäten, aber eben auch das verbundene Produkt damit, kann man das so sagen, dass das sozusagen immer nur unterschiedliche Kanäle sind, oder? Ja. Das ist eine tolle Definition, die gefällt mir super gut, Monique, weil ja, da triffst du den Nagel auf den Kopf mit. Ich glaube ganz stark an Verantwortung und Eigenverantwortung und ich glaube ganz stark an die Kraft jedes Einzelnen, jeder Einzelnen, unser Leben optimal zu gestalten, also aus diesem Opferzustand zu kommen, in dem sich viele von uns befinden. Ich war auch in dem, ich kenne den gut und eben in diesen, ja, ich kann und ich schaffe das Leben. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Pippi Langstrumpf, eine meiner liebsten Helden. Jetzt wirkst du ja auch so wahnsinnig kraftvoll. Also ich meine, das nimmt man dir jetzt auch echt so mega ab, wenn man dich so allein schon anschaut oder so deiner Stimme hört. Jetzt hast du aber ja echt viele Bälle in der Luft. Ne? Also wir kommen gleich noch auf den Podcast auch noch zu sprechen. Also den zähle ich jetzt schon mal dazu. Aber du hast ja mega viele Bälle in der Luft. Wie schaffst du, die alle am Laufen zu halten? Und was ist die Herausforderung dabei? Ja, also die größte Herausforderung ist wirklich Zeitmanagement und Delegieren. Team, ein Team, um sich herum zu schaffen. Und da musste ich viel lernen. Da bin ich nämlich auch richtig schön auf die Schnauze gefallen ein paar Mal. Und das eine ist mit Time Management. Wir sind ja meistens auch, wenn wir so in einem Alarmzustand sind, weil wir haben etwas, das macht uns Spaß oder ist dringend. Man muss das wirklich sich antrainieren, also zu entscheiden. Ich habe da auch wirklich meine Listen. Es gibt da auch ein System von einer Dame, die ein Buch drüber geschrieben hat. Der Name fällt mir nicht ein, aber ich kann es dir e-mailen. Und zwar, die hat so vier Blöcke. Die hat, also was ist wichtig und dringend? Das ist eigentlich das Eisenhower-Modell. Also die hat das bestimmt gelauncht, aber eigentlich ist das, ich komme ja nur noch aus diesem Bereich Leadership-Coaching und das ist das Eisenhower-Modell. Also was ist eilig, was ist dringend, was ist wichtig und was kannst du sozusagen stehen lassen oder delegieren. Genau. So ein Quadrat, also so ein Koordinatenkreuz. Genau, ganz genau das. Und da lernt man dann halt wirklich, und man sieht das visuell, also was ist jetzt wirklich nicht nur wichtig, sondern dringend, das muss jetzt gemacht werden.
was weiß ich, wenn man Kinder hat, die Kinder müssen zur Schule gefahren werden oder meine Tante braucht die Medizin, die ich jetzt für sie abholen muss oder ich muss meine Steuererklärung machen, die Steuern zahlen. Und dann gibt es natürlich einen Block, die Sachen, die nicht so wichtig sind, aber wo wir uns eigentlich am meisten aufhalten. Und ich war sehr, wie sagt man hier, guilty, schuldig und bin es nach wie vor immer noch manchmal. Aber so Dinge, die da reinfallen, die wirklich total unwichtig und total undringend sind, sind das Telefon klingelt. Oder das Telefon piepst, ja, weil auf Facebook wieder mal jemand eine Nachricht geschrieben hat oder auf WhatsApp oder keine Ahnung was. Und man verbringt so viel Zeit mit Dingen, die wirklich nicht einen zu dem führen, was man eigentlich so als Ziel vor Augen hat. Also das lernen zu erkennen. Dafür muss man natürlich erstmal wissen, was sein Ziel ist, ne? Ja, das ist auch gut. Ja. Kennst du dein Ziel? Hast du es so für dich definiert? Ich habe... ja, es gibt aber unterschiedliche Ebenen dazu. Also bestimmte Ziele sind, okay, ich möchte jetzt mit dem Projekt das und das erreichen bis zu Ende des Jahres 2021. Also eben so eine Zielsetzung, Wachstum, Umsatz, Dinge, die eben so gestrickt sind. Und dann gibt es andere Ziele wie, oh, ich möchte innerhalb der nächsten 5 Jahre gerne einen großen Berg besteigen. Das sind dann mehr so emotionale Ziele oder körperliche Herausforderungen. Also es gibt unterschiedliche Zielsetzungen. Ne? Nicht alle haben etwas mit Geld zu tun oder mit dem du fassen kannst oder sehen kannst. Aber Zielsetzung ist unheimlich wichtig. Ja? Und also diese Planung hat mir sehr geholfen, eben dieses Time-Management, weil ich vorher immer dachte, ich muss alles machen, ich habe Listen gehabt und dann ist am Ende des Tages hat man irgendwie so viel und dann ist man so frustriert und dann, oh mein Gott, am nächsten Tag steht noch mehr an. Aber wenn man sich wirklich mal vor Augen führt, was ist wichtig und dringend und das dementsprechend abarbeitet, das macht einen großen Unterschied. Eine andere Sache ist auch, ich habe sehr die... I had the habit, also ich hatte die Angewohnheit, alles micromanagen zu müssen. Mhm. Ja, also jedes kleine Detail muss ich drüber gehen und zu lernen, dass ich mich auf die Dinge konzentriere, die ich am allerbesten mache, aber dass ich jetzt nicht meine Zeit verschwende, weil meine Zeit ist wertvoll, wenn ich sie nicht nutze für die Dinge, die ich wirklich gut kann und die niemand anders machen kann. Ja, wie Ideen zu entwickeln, Produkte zu entwickeln, Geschichten zu erzählen, Geschichten zu schreiben, Podcast-Interviews aufzunehmen. Aber wenn ich stattdessen dran sitze, weil ich irgendwas Technisches umsetzen will für meine Website oder weil ich mir jetzt überlegen muss, wie mache ich das Facebook-Marketing, also Dinge, die ich überhaupt nicht kann und wo es Monate oder Jahre dauern würde, die zu lernen, anstatt meine Zeit und damit auch mein Geld, weil meine Zeit ist Geld wert, zu verschwenden, zu lernen, die zu delegieren. Also zum einen lernen, anderen zu vertrauen, dass sie einen guten Job machen, aber auch mir zu vertrauen, dass ich die Leute finde, die einen guten Job machen. Das ist eine Riesen-Challenge, ja. Das ist eine Riesen-Challenge. Ist dir das geglückt? Inzwischen ist es mir geglückt. Ich hatte ein paar Erfahrungen in der Vergangenheit, wo es nicht so gut war, aber inzwischen habe ich gelernt, wirklich auf ein Bauchgefühl zu hören, wenn ich mit Menschen spreche. Und mich darüber unterhalte, ob man eben eine Kollaboration eingeht, ob das jetzt sogenannte Freelancer sind. Also ich habe mir ein sehr gutes Team aus Freelancern aufgebaut, ob das jetzt Grafiker sind, Copywriter sind auf Deutsch. Die für dich schreiben sozusagen, die dir zuliefern, oder? Ja, also in Bezug auf Werbetexte und solche Dinge. Ne? Also schreiben, was jetzt Artikel angeht oder die Kolumnen oder meine eigenen... Würde man vielleicht so Marketing... Nee, das ist eine Kunst für sich. Also nur weil ich Kolumnen schreiben kann oder weil ich einen Roman oder Kurzgeschichten geschrieben habe, heißt das nicht, dass Marketingstücke schreiben kann. Mhm. Das heißt nicht, dass ich für meine Website das Marketing schreiben sollte. Das heißt nicht, um Gottes Willen nicht, dass ich für Facebook schreiben sollte, die Werbung. Nein, nein, nein. Oder Website-Texte, ne? Sind auch eben ganz speziell. Das ist eine Kunst für sich. Es gibt einen Grund dafür, warum Menschen dies jahrelang studieren und warum es Marketingagenturen gibt, weil es ist eine Form des Geschichtenerzählens. Also ich habe meine Form des Geschichtenerzählens, in denen kenne ich mich gut aus, die kann ich aus dem FF. Die habe ich auch lange gelernt und praktiziere sie seit Jahren, aber es gibt Formen des Geschichtenerzählens und Vermittelns, wie zum Beispiel Werbung, Werbetexte oder wie du Dinge auf deiner Website ankündigst,
die habe ich nicht gelernt. Und das heißt, deine unternehmerische Herausforderung war sozusagen zu lernen, gezielt die Projekte abzugeben und ja, sie auch wieder einzuholen und ja, zu führen. Ne? Also so in meiner Sprache ist das Leadership. Ja, ja, und das war für mich etwas, was ich wirklich lernen musste, weil ich komme eher von der kreativen Seite. Und bin jetzt nicht in einer unternehmerischen Familie aufgewachsen. Mein Vater war Diplomat, das ist ein völlig anderer Bereich. Und ich glaube auch generell, inzwischen hat sich das in Deutschland geändert, aber generell habe ich persönlich immer das Gefühl gehabt, gibt bestimmt Leute, die mir widersprechen, aber ich habe persönlich immer das Gefühl gehabt, in Deutschland werden wir eher zu Arbeitnehmern, aber nicht zu Unternehmern. Ja, ist ein guter Punkt. Risk-Takern erzogen. Mhm. Also wie gesagt, jetzt in den letzten Jahren hat sich viel geändert. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass Deutschland mehr und mehr so eine auch Start-up-Szene bekommt. Ja. Mhm. Und einer meiner ersten Podcaste in der Tat war mit der Annika Horn. Die sitzt in North Carolina und die ist berät Social Companies. Also die macht so diese B-Corp-Certifications. Und meine Frage an sie war damals, wo sind denn so die meisten nachhaltigen Unternehmen? Mhm. Und dann sagt sie, du wirst lachen, aber in Deutschland. Und das hätte ich nie gedacht. Ich dachte jetzt, ich habe ja lange in Portland gelebt, da sind auch ganz viele, also da ist die höchste Dichte für die USA an nachhaltigen Unternehmen. Mhm. Es ist in der Tat so, dass es in Deutschland echt mehr und mehr wird. Aber du hast recht, das ist, du hast dich ja auch so entwickelt. Das heißt, du bist ja wirklich auch, du hast dich zu einer richtig großen Unternehmerin, kann man fast schon sagen, auch entwickelt. Und da, das ist man ja nicht über Nacht, ne? Sondern man macht ein Produkt, man du musst das ja auch alles managen, was du so machst. Und das ist wahrscheinlich ja auch das alleine ist ja schon eine Aufgabe für sich, plus die ganzen Aktivitäten noch dazu, die dazu kommen. Das heißt, ist das Unternehmertum eigentlich eine riesen Herausforderung, die es aber dann auch wahrscheinlich, die deinen Erfolg ausmacht, oder? Die dann wahrscheinlich jetzt so in der Konsequenz, dass du das gelernt hast, die Marke Ariane Sommer mit all den Projekten so erfolgreich macht? Ich bin unheimlich daran gewachsen. Also am Anfang war mir dieses unternehmerische Arbeiten nicht nur suspekt, sondern ich habe wirklich so eine Art auch so, es hat mir so widerstrebt, weil es so gar nicht mir so gar nicht in die Wiege gelegt wurde. Aber je mehr ich mich, und ich bin nach wie vor am Lernen, ich lerne sehr, sehr gerne, aber je mehr ich mich da so reingefühlt habe und so meinen Weg gefunden habe, desto mehr habe ich gemerkt, oh, das macht ja sogar richtig Spaß. Und habe die Message kommt auch voll an. Also wenn ich so deine Geschichte in der Vorbereitung jetzt auf unser Interview geschaut habe, habe ich gedacht, okay, ja. Also sie ist Autorin, sie hat Bücher geschrieben, sie ist Model, sie muss sich ja auch selber managen, sie ist wirklich, hat einen erfolgreichen Lifestyle-Blog, kann man so fast sagen. Und jetzt hat sie schon wieder ein neues Projekt. Wow. Ne? Also holla die Waldfee, schläft die noch? Oh, dann habe ich aber gelesen, nee, sie schläft auch nur 4 Stunden. Ach, habe ich gedacht, okay, ja gut, dann ist das auch, macht das auch Sinn. Ja, also kommt ganz drauf an, je nachdem, wie ich gerade, also mit dem, ich habe gelernt, meinen Schlaf zu reduzieren, indem ich wirklich so schlafe, dass ich tief schlafe, ne, und diese ganzen Schlafphasen in kürzerer Zeit hinter mich bringe. Ich habe früher länger geschlafen, aber nicht so effektiv geschlafen, weil ich zum Beispiel, keine Ahnung, anderthalb Stunden vorm zu Bett gehen noch irgendwie auf dem Computer rumgewerkelt habe oder weil das Zimmer nicht komplett dunkel war oder weil ich vielleicht Alkohol getrunken habe oder irgendwas gegessen. Also Dinge, wo man einfach nicht gut schläft. Und ich habe wirklich gelernt, besser zu schlafen, insofern ein bisschen Zeit zu sparen. Ich schlafe aber nach wie vor sehr gerne, wenn ich es kann. Also wenn ich weiß, ich kann es, dann bleibe ich durchaus auch gerne mal 8 Stunden im Bett liegen. Das ist schön. Also du hast sozusagen deine Habits, also so deine Angewohnheiten so verändert, dass du so leistungsfähig wie möglich bist. Mhm. Und der Weg dahin ging auch über die Wissenschaft, oder? Das ging auch so über die Science, was braucht der Körper? Und das hat auch einen Namen und das habe ich noch nie vorher gehört und ich war so fasziniert, als ich das gelesen habe. Und das
möchte ich dich bitten, einfach unbedingt jetzt zu teilen mit unseren Zuhörern, weil ich das so spannend finde. Also sehr gerne. Der Begriff, den du meinst, das ist Biohacking. Ja, und was man im Allgemeinen damit bezeichnet, ist eine Bewegung, die sich von den Vereinigten Staaten, so eine Nischenbewegung, die sich ausgebreitet hat jetzt in viele Ecken der Welt. Und wenn man es wirklich ganz kurz beschreiben will, ist es ist im Grunde genommen Selbstoptimierung. Aber jetzt nicht nur körperlich, sondern auch geistig und seelisch. Und das Spektrum der Methoden, die man anwendet, um eben sich selbst zu optimieren, das reicht von ganz althergebrachten Techniken und alten Wissen wie Yoga, Atemtechniken, bis hin zu modernsten wissenschaftlichen Errungenschaften und Apparaten. Also inzwischen kennt man in Deutschland auch, weiß man auch, was eine Infrarotsauna ist, weiß man, was Kältetherapie ist. Also Kältetherapie kennen wir eigentlich schon seit Kneipp, ja, diese Wasser, Kaltwassertherapie. Jetzt gibt es natürlich diese Kältesaunen oder im Also im Prinzip ganz alte Techniken, schon aus der Ayurveda oder der TCM, weiterentwickelt in moderne Konzepte, wissenschaftlich belegt. Kann man das so, und es gibt so inzwischen sagen? Auch, genau, und es gibt inzwischen auch die Möglichkeiten, wir haben Therapiemöglichkeiten zum Beispiel für Schädel-Hirntrauma, das ist zum Beispiel auch ein Unternehmen, das meinem Mann geholfen hat, mit aufzubauen, an die Börse zu bringen. Das nennt sich Helios Medical. Und zwar haben die Wissenschaftler des Unternehmens ein Gerät entwickelt, das nennt sich PONS. PONS, P-O-N-S Device. PONS wie der Teil des Gehirns, PONS. Mhm. Und das ist ein Gerät, das legst du wie ein Schnuller, es gibt keinen besseren Vergleich, auf die Zunge. Und über elektrische Impulse stimuliert es den Pons-Bereich im Gehirn. Und es sind viele, viele Studien durchgeführt worden, auch mit dem US-Militär. Also ob es jetzt eine traumatische Schädelverletzung war oder ob es zum Beispiel posttraumatische Störung ist. Man kann dem Gehirn helfen, sich selbst zu helfen und zu heilen durch diese elektrische Stimulation. Das wird natürlich in Kliniken durchgeführt und spezifische Trainingsmethoden, je nachdem, was das Problem der Menschen ist. Also eine Frau, die nachdem sie angefahren wurde vom Auto, nicht mehr hat laufen können, die läuft inzwischen wieder. Also wir haben heutzutage einfach die Möglichkeit, uns selbst zu heilen, zu optimieren durch modernste wissenschaftliche Methoden. Und Biohacker probieren diese, also man ist eigentlich auch so ein bisschen Versuchskaninchen selber. Also ich habe sehr viele Dinge ausprobiert. Das macht auch Spaß. Und Methoden, die jetzt teilweise vielleicht noch ein bisschen exotisch scheinen, aber die in ein paar Jahren bestimmt überall erhältlich sein werden. Bestimmt. Ob es bei Ärzten ist oder in Wellnesszentren. Macht ja auch Sinn. Sie sind ja da, ne? Meistens sind sie ja schon lange da, sind einfach nur wieder kultiviert oder wiederentdeckt worden, ne? So im Grunde. Und das hat dich dazu geführt, dass du gesagt hast, dass da muss ich tiefer rein. Und da hast du jetzt auch einen Podcast gelauncht für und hast Hammergäste. Also ich habe die ersten Folgen gehört. Unfassbar. Also fand ich so spannend, da mal nochmal tiefer reinzugehen. Also natürlich verlinken wir das hier auch alles in den Shownotes und ich kann euch da wirklich nur raten, reinhören, scheren, weil da ist so viel Wissen drin in diesem Podcast und der hat schon so einen coolen Namen. Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Es freut mich riesig, dass der Podcast dir so gut gefällt. Das bedeutet ganz, ganz viel. Ich habe den gerade jetzt erst vor kurzem gelauncht und der Name ist Superhumanize, also The Superhumanize Podcast. Findet ihr auf iTunes und Stitcher und allen anderen Plattformen, wo man eben Podcasts sich anhören kann. Oder ihr könnt einfach auf die Website gehen. Da habe ich auch die Podcast-Folgen, Audio, aber auch ein paar Videos. Einige sind auch mit Video. Und die Website ist einfach www.superhumanize.com. Und ich habe eine große Leidenschaft dafür zu lernen. Mhm. Und wirklich, ich möchte von den Besten lernen. Und mir hat das über die letzten 2 Jahrzehnte so sehr geholfen, wieder zu meiner eigenen Mitte zu finden, das Beste aus mir herauszuholen, wirklich über mich selbst hinauszuwachsen, körperlich, geistig, seelisch mich auch irgendwie in einem anderen Kontext zu befinden. Und
es gibt so viele tolle Menschen, die haben einfach unglaubliche Dinge in ihrem Leben erreicht und deren Geschichten und auch deren Werkzeuge, die man wirklich selber auch im eigenen Leben anwenden kann, möchte ich auf dem Podcast eben teilen. Und das sind also zum Beispiel also alle meine Gäste liegen am Herzen, ich finde, das sind alles so tolle Menschen, aber eine Geschichte, die gerade jetzt zur Zeit auch so mich so bewegt hat, ist von einem Mann, sein Name ist Paul De Gelder. Das ist ein ehemaliger Spezialkräfte-Taucher, bombenentschärfender Taucher für die australischen Streitkräfte gewesen. Also eines der bewundertsten Kommandos, die es da gibt. Und der hat vor 11 Jahren bei einer Routine, die haben ein Routine-Ding gemacht im Hafen von Sydney, und da wurde er angegriffen von einem Bullenhai. Sein rechtes Bein, rechte Hand wurden abgerissen. Und wie er wieder ins Leben gefunden hat und noch besser und stärker als vorher, also die Geschichte von jemandem, dem das Schlimmste widerfährt, was man sich nur vorstellen kann. Also der Albtraum für die meisten von uns. Und wie er das nicht nur überlebt, sondern sich so selbst wiederfindet und wieder erfindet, besser und stärker als vorher. Gerade in Zeiten wie diesen, wo viele von uns kollektiv einfach sehr viel durchmachen, ob es jetzt emotional ist, ob es jetzt wirtschaftlich ist oder ob man tatsächlich auch körperlich krank wird. Also das ist einfach so eine Geschichte, die wirklich nicht nur Mut macht und inspiriert, sondern wo man lernen kann, was kann ich selbst tun? Wie kann ich mein Leben meistern, selbst wenn es mir etwas in den Weg schmeißt? Sehr inspirierend, ne? Ja. Also wahnsinnig, weil dann erscheinen einem ja oft auch seine eigenen Probleme so klein, wenn man denkt, Mai, der hat wirklich sein Bein verloren und hat dadurch wirklich sein Schicksal eigentlich zum Guten gewendet. Und ich finde das immer wahnsinnig inspirierend. Wo findest denn du solche Gäste? Also ich meine, das ist ja faszinierend, die muss man ja auch erstmal finden. Ja, also zum Teil über meinen eigenen Freundes- und Bekanntenkreis und Connections und teils auch seit langen Jahren befreundet. Zum Beispiel ein anderer Gast, den ich auch sehr liebe, ist der erste Deutsche. Das ist der Patrick Baboumian. Der ist vielleicht einigen bekannt. Er ist tatsächlich einer der stärksten Männer der Welt, hat mehrfach Guinness Weltrekorde gebrochen und er ist einer der Protagonisten des Films The Game Changers, wo wirklich Elite-Athleten und auch Soldaten gezeigt wurden, die optimale Leistung erbringen und pflanzenbasiert ernähren. Und also Patrick und seine Frau Kathi und mein Mann und ich sind schon seit vielen Jahren befreundet und eben auch beide sehr, sehr aktiv im Bereich Tierschutz, daher kennen wir uns. Und andere Gäste frage ich teilweise auch an. Oder inzwischen lasse Anfragen. Hier kommen wir wieder sehr zu. Sehr gut, das wollte ich hören. Also sehr, sehr spannend. Und ich liebe wirklich diese Mission, die du damit verfolgst. Also dass du, also gerade jetzt ja auch in so einer wirklich schwierigen Zeit, Menschen damit ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Inspiration, aber auch Tools mit an die Hand geben möchtest. Mm. Ja, und das finde ich richtig toll. Der ist auf Englisch, der Podcast. Aber ich denke, auch in Deutschland kann man das sicherlich gut hören. Und wir schreiben das natürlich auch nochmal in die Shownotes, damit ihr den auch alle findet. Und vielleicht ist es ja auch für dich eine schöne Inspiration, da mal reinzuhören. Ariane, wir kommen schon zum Ende. Ich wusste, die Zeit fliegt uns davon. Wir machen bestimmt auch mehr noch. Was wir immer noch so als letzte Frage stellen in unserem Podcast, und die Frage möchte ich dir natürlich auch stellen, ist, wenn du jetzt mal so deine Reise betrachtest, und du hast ja wirklich eine unfassbar spannende, aufregende Reise, nicht nur in den 16 Jahren hier in den USA, sondern auch so zuvor, aber lass uns mal so auf die USA-Zeit kommen, und ich würde dich jetzt mal so fragen, wenn du eine Sache ändern könntest auf dem Weg, gibt es eine Sache, wo du sagen würdest, oder zwei oder drei, wo du sagen würdest, ich glaube, so rückblickend würde ich das anders machen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und eine Frage, die sich viele Menschen stellen, eine Frage, die mir auch oft gestellt wurde von Freunden und Familie, aber auch jetzt, also ich schreibe viel, aber über mich wurde auch und ab und zu wird noch über mich geschrieben. Vor, sagen wir mal,
20 Jahren hätte ich wahrscheinlich x Sachen nennen können. Oh, das hatte ich jetzt nicht so gemacht. Oh, das würde ich nicht mehr wiederholen. Heute sage ich, nein, es ist alles gut so, wie es gekommen ist, sowohl die Höhen als auch die Tiefen, weil ich habe beides gebraucht, um zu dem Punkt zu kommen, an dem ich jetzt bin, um wachsen zu können. Und oft auch die Dinge, die wir uns selber als Schwächen auslegen oder als Momente im Leben, die jetzt sehr traurig waren oder die vielleicht, wo wir uns nicht wohl gefühlt haben oder wo wir uns schlecht behandelt gefühlt haben. Also alles, was so negativ irgendwie ist, das sind alles Momente, die haben uns entweder stärker werden lassen, über uns selbst hinauswachsen lassen. Oder sie geben uns im Nachhinein Empathie für Menschen, die das jetzt gerade erst noch durchmachen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Ja, ist eine tolle Erkenntnis. Weil egal, wie viel wir erreichen, ich für mich persönlich wäre das nichts wert, wenn ich jetzt irgendwie das für mich so empfinden würde oder auch so vermitteln würde, so, oh, ich habe es jetzt geschafft und ihr seid alle da unten. Und ich bin viel besser, sondern nein, ich weiß, wo ich durch musste und weil ich weiß, wo ich durch musste, kann ich vielleicht dir sagen, hey, bei mir war es damals so, vielleicht hilft dir meine Geschichte, dass du deine Situation ein bisschen besser einschätzen kannst, aber hey, damals hatte ich das Problem, ich habe das gemacht und boom, und anstatt, dass du jetzt hier anderthalb Jahre rummuckelst und es nicht kriegst, hier ist meine Erfahrung, das kann dir vielleicht helfen in 2 Wochen. Ja, das zu schaffen, ne? Ja, das ist so ein bisschen ähnlich, wie wir auch gestartet sind mit dem As Vegan As Possible. Das ist einfach eine Einladung, wo du Menschen mit in dein Leben nimmst und sie ein Stückchen mit begleitest, ohne aber den Anspruch zu haben, zu sagen, ich mache es richtig und mach das mal, was ich mache und dann bist du gut. Ne? Und das finde ich richtig, finde ich eine ganz, ganz tolle Haltung, zeigt auch sehr von der Reife und von der Reise, die du so in deinem Leben gemacht hast. Also da muss man nämlich auch erstmal hinkommen, das aus dieser Perspektive so zu sehen. Und das zeigt auch so dieses runde Bild der Unternehmerin, finde ich. Also so Leadership in ausgereifter Form. Denn darum geht es ja, ne? Sich permanent zu reflektieren, aber trotzdem auch wieder Menschen mit ins Boot zu holen, zu empowern und zurückzugeben, ne? Im Zweifel auch. Nee, und ich sehe mich als, das kannst du vielleicht besser übersetzen als ich. Ich weiß nicht, ob es diesen Spruch gibt auf Deutsch oder diesen Ausdruck. I see myself as an eternal student, as a seeker. Also ich sehe mich als jemand, der ständig lernt und auch auf der Suche ist. Und das ist für mich so ein bisschen wie so ein Medium, ne? Du transportierst sozusagen das Wissen an Menschen, die es brauchen. Du nimmst es auf und gibst es dann in einer Sprache, die vielleicht anders verständlich ist an Menschen weiter. So würde ich es vielleicht sehen. Das ist auf jeden Fall mein Wunsch. Ne? Wenn ich ja nur 1 oder 2 Leuten auf ihrem Weg helfen kann, dann ist das eine tolle Sache, weil ich glaube... Ja, ich glaube, das gelingt dir sehr gut. Ich glaube, dass du das sehr, sehr gut machst. Also ich kann nur so aus meiner persönlichen Meinung sprechen, dass auch gerade so in der Vorbereitung zu dem Interview ist das sehr stark durchgekommen in dem, was du so tust. Ganz großartig, was du der Welt gibst. Und das war mir wichtig, das auch hier zu zeigen und die Seite rauszuholen. Und ich hoffe, das ist auch gelungen. Das berührt mich jetzt wirklich sehr. Vielen, vielen Dank. Liebe Ariane, vielen Dank für das Interview. Eine tolle Seite, die wir von dir heute kennenlernen durften. Oder toll, dich so kennenzulernen als die Unternehmerin und die Power Source, das Powerhouse Ariane Sommer, die Aktivistin auch dahinter und ja, auch so ein bisschen die Inspiratorin. Ne? Also das finde ich, Inspiration ist so das, was mir so am meisten auffällt. Dankeschön. Ich hoffe, das kann ich vermitteln und das ist, ja, das ist mein Herzenswunsch. Vielen Dank und ja, dir alles Gute weiterhin auf deinem Weg, auf deinem unternehmerischen Weg, auf deinem persönlichen Weg. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Monique. Hat mich sehr gefreut und auch dir und deinem Leben alles Gute. Wahnsinn, was für eine starke Powerfrau. Ja, also ich glaube, wir hätten wahrscheinlich noch 3 Stunden länger sprechen können in diesem Interview und ich verspreche euch auch, wir werden bestimmt nochmal anknüpfen, denn Ariane hat noch so viel mehr, was wir jetzt gar nicht besprechen konnten in dieser einen Podcast-Folge.
Ja, wenn ihr noch weitere Links zu Ariane sucht oder noch mehr wissen möchtet über ihre Mission im Tierschutz, aber auch zu ihrem Biohacking Podcast. Ihr findet natürlich alle Links in den Shownotes und ja, lasst uns einfach mal wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Ganz besonders freuen wir uns über eure 5-Sterne-Review auf iTunes. Ihr könnt den Podcast hören auf allen Podcast-Portalen, sehen auf YouTube und ihr findet natürlich auch noch mehr Infos auf unserer Website www.muttersprachepodcast.com. Unsere E-Mail ist sagmalmuttersprachepodcast.com. Und ja, jetzt bleibt erstmal alle ganz gesund und bis ganz bald, Monique und Marco.